dem wahren, schönen, guten, lautet die Inschrift im Giebel der 1880 von dem Architekten Richard Luke fertiggestellten Frankfurter Oper, mit der das Gebäude als Ort der Künste und die Kunst mithin als Hort des wahren, schönen und guten ausgezeichnet werden soll. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Ich zeige Ihnen einen ganz kurzen Filmausschnitt. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Ihnen die englische Originalversion vorspiele. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass man die unnachahmliche Stimme von Orson Welles einfach schlecht eindeutschen kann. Picasso himself said it. Art, he said, is a lie. A lie that makes us realize the truth. Art is a lie. A lie that makes us realize the truth. Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt, zitiert Orson Welles gegen Ende seines 1973 vollendeten Films F for Fake, den spanischen Künstler Pablo Picasso in einer Sequenz, in der sich Welles, wie wir später sehen werden, nicht ganz zufällig im Gewand eines Magiers präsentiert. Auch wenn wir Anlass haben, Welles in jener Szene aus ebenfalls später noch zu sehenden Gründen zunächst einmal nicht ganz zu trauen, immerhin präsentiert er sich hier nach eigener Aussage im Gewand eines Scharlatans, ist das Zitat in diesem Fall authentisch. Art is a lie which makes us realize the truth, zitiert auch der mexikanische Karikaturist, Maler, Autor und Galerist Marius de Zayas, einer der einflussreichsten Personen der New Yorker Kunstwelt in den 1910er und 20er Jahren, Picasso im Rahmen eines Picasso Speaks betitelten Interviews, das in der Zeitschrift The Arts vom Mai 1923 abgedruckt wurde. Das vollständige Zitat Picassos lautet dabei, und ich übersetze es sozusagen gleich ins Deutsche: Wir alle wissen, dass Kunst nicht die Wahrheit ist. Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt, wenigstens jene Wahrheit, die zu verstehen uns gegeben ist. Der Künstler muss es verstehen, die anderen von der Wahrhaftigkeit seiner Lüge zu überzeugen. Würde er nur zeigen, dass er nach dem Weg gesucht und geforscht hat, Lügen zu vermitteln, würde er niemals auch nur irgendetwas erreichen. Wir finden hier also nicht nur die gegensätzlichen Pole von Wahrheit und Lüge thematisiert, sondern auch schon den Aspekt der Manipulation, denn Picasso spricht davon, dass der Künstler es verstehen müsse, die anderen, also sein Publikum, von der Wahrhaftigkeit seiner Lüge zu überzeugen, sie also, zum Beispiel wie ein guter Zauberer, so zu manipulieren, dass sie seine Lügen glauben. Wir haben hier also zwei auf den ersten Blick völlig konträre Aussagen. Im einen Fall wird Kunst als der Hort des Wahren, Schönen und Guten gesehen, im anderen Fall als Lüge, die ein Mittel sein soll, um immerhin die Wahrheit zu erkennen. Wie aber kann dies zusammengehen? Und hat das jenseits der von Picasso angesprochenen Überzeugungsarbeit des Künstlers bei seinen Lügen noch mehr mit Manipulation zu tun, jenseits des Umstandes, dass eine Lüge irgendwo auch immer Manipulation bedeutet? Gehen wir zunächst dem Ursprung der Widmung, dem wahren, schönen, guten nach. Sie wird gerne auf Johann Wolfgang von Goethe zurückgeführt, der in seinem 10-strophigen Epilog zu Schillers Glocke, erstmals aufgeführt am 10. August 1805, anlässlich der Gedächtnisfeier für den 3 Monate zuvor verstorbenen Schiller im Laufstädter Theater, dichtet, und ich zitiere Ihnen hier nur die uns interessierenden Verse, und festlich ward an die geschmückten Stufen die Huldigung der Künste vorgerufen. Indessen schritt sein Geist, also der von Schiller, gewaltig fort ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen, und hinter ihm im wesenlosen Scheine lag, was uns alle bändigt, das Gemeine. Zitat Ende. In dem Gedicht wird also gewissermaßen schon der Zweck der Formulierung, die Huldigung der Künste, sowie dann deren Wortlaut des wahren, guten, schönen geboten, die beide dann in der Inschrift der Frankfurter Oper umgesetzt wurden. Blickt man jedoch weiter zurück in die Geschichte, so sieht man, dass Goethe selbst hier bereits eine ältere Tradition aufgreift, die natürlich bis in die Antike rückverfolgt werden kann. Bereits in der griechischen Antike wurde die Kalogagathia, wörtlich die Schön und Gutheit, sowohl als Bezeichnung wie auch angestrebte Eigenschaft geprägt. Gemeint war damit eine ebenso ästhetische wie ethische Vortrefflichkeit im Körperlichen und Geistigen. Hinter der Kalogagathia wiederum stehen Platon zufolge als Quellen die jeweiligen Urideen des Wahren,
des Schönen und des Guten, die der Philosoph als miteinander verbunden und als auf ein einziges, absolutes Prinzip zurückgehend versteht. Da das Schöne die Wohnung des Guten ist, wie Sokrates in Platons Philebus formuliert, kommt also im Schönen das Gute zur Erscheinung und wird als das Wahre offenbar. Kunst kann und soll bei Platon demzufolge der Erkenntnis des Guten und der Wahrheit dienen. Allerdings dürfen wir nicht dem Trugschluss erliegen, dass Platon jede Art von Kunst als schön, wahr und gut ansieht, ganz im Gegenteil. Im Buch 10 seiner Politeia lässt er nämlich Sokrates hinsichtlich der Dichtung eine wichtige Unterscheidung treffen. So wie diese eine eine rein nachahmende Kunst ist, wird ihr eine verderbliche Wirkung zugeschrieben, weshalb diese Art der nachahmenden Dichtung in Platons Idealstaat nicht zugelassen werden darf. Begründet liegt diese These in der Ideenlehre Platons. Wie eben schon gehört, steht ihr zufolge hinter allen Dingen eine Uridee. Dies gilt auch für konkrete, einzelne materielle Objekte, wie zum Beispiel, das ist dann auch das von Sokrates angeführte Exempel, Stühle und Tische. Auch hinter diesen stehen als Urbilder die vollkommenen, unveränderlichen, geistigen Muster, die Idee eines Stuhles bzw. Tisches, aus der sich sodann auf materieller Ebene all die in dieser Idee enthaltenen verschiedenen Manifestationen und Varianten des Stuhls bzw. Tisches heraus entwickeln lassen. Da sie aber alle nur unterschiedliche und einzelne Ausgestaltungen dieser einen, alles umfassenden, vollkommenen Idee von einem Stuhl bzw. Tisch sind und sich zudem dabei die höhere Idee mit der niederen Materie verbunden hat, sind alle diese konkreten Stühle oder Tische im Vergleich zu den dahinterstehenden Ideen davon defizitär. Sie sind lediglich nicht mehr ganz so vollkommene und da in der Materie existierende, fehlerhafte, jeweilige Realisierungen von Teilaspekten der alles umfassenden ursprünglichen Idee. Malt nun ein Künstler einen Stuhl oder Tisch, wie er ihn sieht, so orientiert er sich nicht an der Idee des Stuhles oder Tisches, sondern an einem konkreten physischen Objekt, dessen Bild er auf seiner Leinwand darstellt. Er schafft also das bloße Abbild eines Abbilds, mithin also von etwas, das von der vollkommenen Uridee des betreffenden Gegenstandes entfernt und wesentlich unvollkommener ist als diese. Indem der Maler ein solches Abbild eines Abbildes schafft, entfernt er sich also noch weiter von der vollkommenen Uridee, denn sein Gemälde gibt nicht nur das Abbild eines Abbildes wieder, sondern ahmt, indem es zum Beispiel zweidimensional angelegt ist, nur das Erscheinungsbild des dreidimensionalen Stuhles nach, nicht aber diesen selbst. Das heißt also, das Abbild des Abbildes der ursprünglichen Idee ist noch defizitärer als deren physisches Abbild. Dies gilt nicht nur für die Malerei, sondern für alle nachahmenden Künste, also zum Beispiel auch für die Dichtung. Wenn Homer in seinem Epos die Taten eines Feldherrn schildert, bildet er dichterisch lediglich dessen Eigenschaften ab, die ihrerseits Abbilder der hinter ihnen stehenden Ideen sind. Auch der Dichter erzeugt also bloße Abbilder von Abbildern. Und wie bei dem Maler ist auch das so resultierende Produkt defizitär, denn an die Stellen der Taten treten hier bloße Worte. Hinzu kommt, dass der einen Stuhl oder Tisch darstellende Maler kein Schreiner ist und mithin nur von einem Stuhl so viel versteht, als er ihn sehen kann und weiß, wozu er dient. Genauso wenig verstehen die Dichter das, was sie schildern, da auch sie zum Beispiel in Bezug auf die Kriegskunst keine Experten sind, auch wenn sie über Kriegstaten schreiben. Jedes Mal reduziert sich also etwas an dem dargestellten Gegenstand gegenüber den jeweiligen Vorbildern, wenn diese gemalt oder geschildert werden. Platon, der solchen Werken zudem unterstellt, dass sie auf den unvernünftigen Seelenbereich des Menschen einwirkten und an ihm fragwürdige Affekte weckten, lässt Sokrates daher nur Götterhymnen und Lobeslieder auf vorbildliche Persönlichkeiten gelten, da sie sich über das bloße Abbilden von Gegebenem hinaus erheben, wobei hier auch noch zu präzisieren ist, dass die Götter in der herkömmlichen Dichtung Sokrates zufolge auch verzerrt und falsch dargestellt seien. Zitat: Götter und Helden sind in diesen Mythen falsch dargestellt, dass Götter einander bekriegen, verfolgen und gegeneinander fechten, ist ja auch nicht wahr. Zitat Ende. Künstler, welche die Götter so menschlich darstellen, ziehen sich daher zusätzlich den Vorwurf Platons auf sich, dass sie Märchenerzähler oder sogar Lügner seien, ganz abgesehen davon, dass sie den Fehler begehen, Götter nach dem Vorbild des Menschen zu gestalten,
anstatt sie als für den Menschen vorbildlich darzustellen. Aus all diesen Gründen möchte Platon in seinem Idealstaat daher eigentlich keinerlei nachahmende Kunst dulden und wenn überhaupt, dann nur eine Kunst, die nachahmenswürdige Dinge nachahmt. Das heißt, für ihn ist es die Aufgabe der Kunst, sittlich zu wirken und nach Möglichkeit Wahrheit zu vermitteln. Wir sehen also, dass es auch bei Platon selbst innerhalb des Bereichs der Künste schon das Trügerische und Lügnerische geben kann, das hier vom Wahren, Schönen und Guten unterschieden werden muss. Denn, wie deutlich wird, bereits der antike Philosoph vollzieht eine dezidierte Differenzierung. Es gibt die Kunst, die, weil sie auf Unkenntnis und Unfähigkeit beruht, beziehungsweise weil sie das Unvollkommene nachahmt, als unwahr abgelehnt wird. Und es gibt Kunst, welche für die Wahrheit steht, beziehungsweise deren Erkenntnis befördert. Natürlich ist mit der Inschrift in der Frankfurter Oper nur eben diese Kunst gemeint, aber wir sehen, dass es sich schon bei Platon nicht ganz so einfach verhält, dass einfach alle Kunst als dem Guten, Wahren und Schönen verpflichtet angesehen werden kann. Doch selbst der bei von Platon als gut angesehenen, dann nicht einfach nachahmenden Kunst, selbst hier liegt der Fall etwas komplizierter, als es zunächst scheinen mag. Denn der Philosoph erlegt dem Künstler ja auf, jenseits der vorbildlichen Persönlichkeiten gegebenenfalls auch Dinge darzustellen, die es materiell gar nicht gibt, beziehungsweise die von uns nicht gesehen werden können, wenn er verlangt, dass nur nachahmenswürdige Dinge nachgeahmt werden sollten. Bereits von dem antiken Maler Zeuxis wird zum Beispiel berichtet, dass er, als er den Auftrag erhielt, ein Bild des Inbegriffs weiblicher Schönheit, nämlich der Helena, zu malen, er sich die schönsten Jungfrauen zeigen ließ, um aus ihnen wiederum die fünf schönsten auszuwählen. Das ist das, was sie hier dargestellt haben. Da es in der Natur keine einzelne Frau geben konnte, die in jeder Hinsicht vollkommen war, versuchte Zeuxis sich gewissermaßen einen Begriff vom Inbegriff weiblicher Schönheit zu machen, indem er die schönsten Frauen studierte und daraus eine Anschauung von der Idee höchster weiblicher Schönheit zu gewinnen versuchte. In der Kunsttheorie der Platon dann später wiederentdeckenden Renaissance bedeutet dies als Konsequenz, dass man den Künstler darauf verpflichtete, Antiken zu studieren, wenn es darum ging, vortreffliche Personen oder Ereignisse darzustellen, da man die antiken Statuen bereits als der Idee menschlicher Schönheit weitestgehend angenäherte Materialisation des Ideals empfand. Und ich zeige Ihnen hier ein Bild von Raphael, die Grablegung, und hier haben Sie zwei antiken Zitate, vielleicht haben Sie die schon erspäht. Das ist nämlich einmal der Christus, dieser hängende Arm und die Art und Weise, wie er getragen wird, geht nämlich auf einen Meleager-Sarkophag zurück, der sich heute im British Museum in London befindet. Wir wissen, dass Raphael diesen Sarkophag studiert und gezeichnet hat, weil wir das entsprechende Blatt überliefert haben. Und wir können auch an den Vorstudien zu der Grablegung sehen, wie Raphael eben diese Figur dann nach und nach zu seinem Christus macht. Und wir haben noch eine zweite Antike hier zitiert. Das ist nämlich diese kniende Frau hier, die sich zu der Maria umdreht, die geht zurück auf den sogenannten Ilioneus, eine antike fragmentierte Statue, wo also besonders die Schönheit dieser Drehung immer bewundert wurde und genau das übernimmt Raphael hier nun also für seine Grablegung. Freilich, so dann auch der in der Spätrenaissance erhobene Vorwurf, bedeutet dies allerdings, dass die so vom Menschen geschaffene zweite Natur sich von der realen Natur entfernte, dass sie damit also künstlich, gekünstelt, naturfern, zwar um die Fehler bereinigt, damit aber auch steril und sogar unwahr würde. Die Kunst, so die Kritik, entferne sich derart von der Realität, dass sie den Betrachter gar nicht mehr anspräche, da dieser in den idealisierten Darstellungen nichts mehr aus seiner eigenen Existenzsphäre wiedererkennen könne. Im besten Fall, so könnte man sagen, stellt diese idealisierte Kunst uns den immensen Abstand vor Augen, der zwischen unserer fehlerhaften, banalen Alltagsrealität und dem klafft, was wir uns als Ideal vorstellen oder wünschen mögen. Ein Paul Klee-Zitat ein wenig herbeibiegend könnte man also sagen, um einen solchen, von uns zu erkennenden Kontrast zu ermöglichen, sollte Kunst dann nicht mehr das Sichtbare wiedergeben, sondern sichtbar machen. Dies wäre also eine erste mögliche Lesart des Picasso-Zitats, Kunst zeigt uns die Welt nicht, wie sie ist, sondern sie kann uns zeigen, wie sie sein könnte. Sie könnte uns eine idealisierte Welt vorlügen,
damit wir aus dem Kontrast zwischen Realität und Ideal die Wahrheit unserer Entfernung von diesem Ideal erkennen. Und die Manipulation? Sie spielt bei all dem eine wichtige Rolle, wie ich an einem Beispiel der Renaissance verdeutlichen möchte. In seiner Biografie des Renaissance-Künstlers und Architekten Filippo Brunelleschi berichtet der Humanist, Architekt und Mathematiker Antonio di Tuccio Manetti, Sie sehen die beiden auch hier nebeneinander auf dieser späteren Darstellung von Paolo Uccello. Also Manetti übrigens eine der ersten umfangreichen Biografien eines einzelnen italienischen Künstlers, die in der Frührenaissance verfasst wurde, also noch vor Vasari. Manetti also berichtet, Brunelleschi habe um 1410 ein interessantes, auf korrekte, linearperspektivische Darstellung bezogenes Projekt durchgeführt. Manetti schreibt, und ich zitiere wieder gleich auf Deutsch, und diesen Fall der Perspektive zeigte er zum ersten Mal auf einer Tafel von etwa einer halben Elle im Quadrat, auf der er eine Darstellung der Außenansicht des Baptisteriums von San Giovanni in Florenz geschaffen hatte. Und er hatte diesen Tempel so gezeichnet, wie man ihn bei einem Blick von außen sieht. Anscheinend hat er beim Zeichnen ungefähr 3 Ellen innerhalb der Mitteltür von Santa Maria del Fiore gestanden, also der Kathedrale. Das heißt, wenn man hier jetzt durchgucken könnte in diesem Mittelportal, muss er gestanden haben und hatte dann ungefähr diesen Blick auf das Baptisterium. Und das Bild hat er mit so viel Fleiß und Schönheit geschaffen und so genau in den Farben des weißen und schwarzen Marmors, dass kein Miniaturmaler es besser hätte malen können. Und er nahm einen polierten Spiegel als Hintergrund, sodass die Luft und der natürliche Himmel von ihm reflektiert wurden und auch die Wolken, die auf diesen Spiegel fielen und vom Wind getrieben wurden, wenn er wehte. Bei diesem Bild sorgte der Maler dafür, dass er nur einen Platz bestimmte, von wo aus man es betrachten konnte, sowohl was die Höhe und Tiefe, als auch was die Seiten und die Entfernung angeht. Und damit man keinen Fehler bei seiner Betrachtung begehen konnte, da sich an jedem Ort der Erscheinung für das Auge ändern muss, hatte er ein Loch in die Tafel gemacht, auf der dieses Bild war, das sich in der Abbildung des Tempels von San Giovanni genau an jener Stelle befand, wohin das Auge blickte vom Platz innerhalb der Mitteltür von Santa Maria del Fiore, an dem er beim Zeichnen gestanden hatte. Und dieses Loch war so klein wie eine Linse auf der Seite des Bildes und erweiterte sich kegelförmig auf der Rückseite bis zur Größe eines Dukaten. Er wollte, dass das Auge des Betrachters auf der Rückseite sei, dort, wo das Loch groß war, und mit einer Hand sollte man das Bild zum Auge führen und mit der anderen der Tafel gegenüber einen Spiegel halten, von dem das Bild reflektiert wurde. Zusammen mit den erwähnten anderen Umständen, dem Spiegel, der Piazza und so weiter, schien es bei der Betrachtung von diesem Punkt, als wenn man das Baptisterium wirklich und wahrhaftig sähe, und ich habe es in den Händen gehalten und mehrmals zu meiner Zeit gesehen. Das heißt, es geht hier darum, dass dieses Gemälde von Brunelleschi hier nun also so gehalten wird, dass Sie es in einem Spiegel betrachten, dass Sie durch das Bild hindurch auf das Spiegelbild schauen können. Dadurch, dass der Himmel selber eine spiegelnde Fläche ist, sieht man auf dem also den realen Himmel. Und Sie haben nun die Möglichkeit, das ist das, was hier auf diesem Bild angegeben ist, das ist praktisch das Spiegelbild des Gemäldes, das ist das originale Baptisterium. Und es geht genau darum, dass Brunelleschi zeigen möchte, er kann jetzt so linearperspektivisch korrekt zeichnen, dass zwischen dem realen Augeneindruck und dem Spiegelbild eigentlich kein Unterschied mehr besteht. Und falls Sie daran zweifeln, dass es das wirklich gibt, es wurde inzwischen auch einmal von einem Forscher nachgebaut, das heißt also, dieser Mechanismus funktioniert. Was Manetti hier beschreibt, ist das Pendant zu dem von Leon Battista Alberti 1426 in seinem Traktat De Pittura formulierten Konzept des Tafelbildes als Finestra Aperta, als offenes Fenster. Möglich wurde es durch die Wiederentdeckung der Beherrschung der korrekten perspektivischen Darstellung, die es dem Maler nun erlaubte, die Bildoberfläche nach Art eines Fensters oder gerahmten Durchblicks in eine andere Welt zu gestalten, in die man hineinschauen kann, ohne die Betrachteten zu stören. Brunelleschis Betonung des Umstandes, dass man bei dem Experiment Original und Nachahmung visuell zur Deckung bringen soll, hat dabei 2 Aspekte. Zum einen geht es ihm darum, wie er schreibt, dass man so keinen Fehler bei der Betrachtung des Bildes macht. Das heißt, dass man dafür sorgt, dass der richtige Kontext gewählt
und die richtige Entfernung für die Betrachtung des Bildes eingenommen wird, von dem es ja heißt, dass es einen konkreten Platz gäbe, von wo aus man es betrachten konnte, sowohl was die Höhe und Tiefe als auch was die Seiten und die Entfernung angeht. Um diesen richtigen Platz korrekt finden zu können, soll der Vergleich von Vor- und Abbild bei der Justierung behilflich sein. Das somit ermöglichte Erlebnis eines direkten Wechsels zwischen Vor- und Abbild hat jedoch zudem noch den Effekt, dass dem Betrachter deutlich gemacht wird, wie überzeugend und täuschend echt das Abbild gelungen ist. Zieht man den Spiegel weg, ändert sich das wahrgenommene Bild nicht wesentlich, nur dass das Gebäude nun real und nicht mehr gemalt ist. Dies zeigt, wie sehr die Augen, der Blick und das Bewusstsein des Betrachters manipuliert werden können, denn aus bloßen Linien konstruieren sie die vom Maler intendierte Bildtiefe und suggerieren Raum, wo eigentlich nur Fläche ist. Das heißt, es geht darum, dass wir natürlich inzwischen so geschult sind, dass wir so sozialisiert sind, dass wir eben tatsächlich auch aus solchen Linien dann perspektivische Ansichten gewinnen können. Sie können das selber mit einem kleinen Experiment auch durchführen, indem Sie zum Beispiel einfach mal ein paar Linien ziehen. Sie können also so eine senkrechte Linie ziehen, dann kreuzen Sie die ein bisschen, dann fangen Sie an, nochmal eins drüber zu legen, sodass Sie ein Kreuz haben, eine Art von Stern. Und jetzt verbinden wir noch diese Linien zu einem Sechseck. Und jetzt sehen Sie eine Fläche. Und wenn ich Ihnen jetzt aber sage, das ist ein transparenter Würfel, hoffe ich, dass Sie das auch nachvollziehen können. Denn genau das ist der springende Punkt. Obwohl das nur Linien auf einer Fläche sind, kann dieses Bild für Sie jetzt eben auch das Bild eines transparenten Würfels abgeben, weil wir gelernt haben, linear perspektivisch eben auch solche Bilder und Darstellungen zu lesen. Nicht zuletzt aufgrund dieser Manipulation des Seherlebnisses, ich habe Sie jetzt in gewisser Weise manipuliert, indem ich gesagt habe, das ist ein transparenter Würfel und wenn Sie das vorher nicht gesehen haben, sehen Sie es jetzt vielleicht. Nicht zuletzt aufgrund dieser Manipulation des Seherlebnisses wurde der Malerei je nach Standpunkt entweder eine Überlegenheit über die anderen Künste attestiert, dass sie sich an das edelste Sinnesorgan des Menschen, nämlich das Auge, richtet und dieses dahin zu bringen vermag, Dinge zu sehen, die gar nicht real sind. Sie alle kennen wahrscheinlich die aktuell auch in den Medien sehr stark diskutierten 3D-Street-Art-Bilder von einem amerikanischen Maler wie zum Beispiel Kurt Wenner oder aber auch von Edgar Müller, wo also dann tatsächlich durch bloße Malerei auf dem Asphalt der Eindruck von Raumtiefe erweckt wird. Oder ein Bild, das auch in Marseille für eine gewisse Irritation gesorgt hat, eine Wand der Börse, die man mit einem Durchblick bemalt hat und wo es tatsächlich auch Leute gab, die im ersten Augenblick, als sie das gesehen haben, vollkommen irritiert waren, weil sie nicht gesehen haben, dass das nur ein gemaltes Bild ist. Dazu passt der Ausruf des französischen Schriftstellers Théophile Gautier 1880 angesichts von Velázquez' Gemälde Las Meninas. Er hat nämlich gefragt, mais où est donc ce tableau? Er hat gar kein Bild gesehen, denn er hält das, was er hier sieht, praktisch für die Realität, weil das Ganze so real gemalt ist, dass er sagt, in gewisser Weise ist das gar kein Bild mehr, ist das kein Gemälde mehr, beziehungsweise das Gemälde macht sich also selbst als Gemälde vergessen. Nicht umsonst leitet sich daraus vielleicht auch der in der Kunst häufig anzutreffende Topos des in das Bild hineingehens ab. Das heißt, wir finden immer wieder Erzählungen oder aber auch, ich werde Ihnen gleich ein Beispiel zeigen, auch Filme, in denen es darum geht, dass Personen so von einem Bild beeindruckt werden, dass sie das Gefühl haben, hineingezogen zu werden und dass sie dann auch in das Bild hineingehen. Das heißt, das Dargestellte ist so realistisch, dass man in Gedanken meint, in das Bild hineingehen zu können. Sie kennen vielleicht alle von Akira Kurosawa Träume. Da gibt es eine Episode, wo ein japanischer Kunststudent vor einem Gemälde von Vincent van Gogh steht und dann so von diesem Gemälde absorbiert wird, dass er irgendwann mal in dieses Bild hineingeht und dann in diesem Gemälde auch Vincent van Gogh antrifft. Ein anderes Beispiel, wo ich Ihnen jetzt auch einen Ausschnitt zeigen möchte, ist der Film La Syndrome di Stendhal, der ist das Stendhal-Syndrom aus dem Jahre 1996 von Dario Argento. Das Stendhal-Syndrom gibt es wirklich, das ist ein Krankheitsbild, das gewisse psychosomatische Störungen bezeichnet, wenn diese im zeitlichen Zusammenhang mit einer kulturellen Reizüberflutung auftreten. Zu den Symptomen zählen dann Panikattacken, Wahrnehmungsstörungen und wahnhafte Bewusstseinsveränderungen. Das Syndrom wird benannt nach dem französischen Schriftsteller Stendhal,
der eben bei einem Aufenthalt in Florenz seinerzeit praktisch diese Krankheitssymptome an sich selbst beobachtet und beschrieben hat, nachdem er in Santa Croce in Florenz in dieser Kirche war. Benannt und beschrieben als Syndrom wurde es 1979 zum ersten Mal von der italienischen Psychologin Graziella Margherini, und sie hat 10 Jahre später dann eine Studie veröffentlicht, in der sie mehr als 100 für das Stendhal-Syndrom typische Krankheitsfälle von Touristen in der Kunstmetropole Florenz beschrieb und machte damit dieses Syndrom auch international bekannt, dass man insbesondere Japanern nachsagt, die also nach Europa kommen und angesichts der vielen visuellen Eindrücke dann unter diesem Syndrom leiden. Der Film lehnt sich an das Buch an. Ich zeige Ihnen hier einen Ausschnitt. Es geht um eine Kommissarin Anna Manni, die in den Uffizien in Florenz sich Bilder anschaut, und Sie können sehen, wie sie erst anfängt, diese Bilder in ihrem Geist zu beleben, dadurch, dass sie Dinge hört, die auf den Bildern dargestellt sind. Dann versucht sie, das anzufassen, weil sie plötzlich glaubt, das, was auf dem Bild dargestellt sei, sei real. Und zuletzt findet sie in das Bild selbst hinein. Ja, das ist doch wunderschön, ne? Ja, und auch hier bist du. Ja, Sie sehen, sie wird in Peter Bruegels Landschaft mit Icarus-Sturz hineingezogen. Das Bild hängt eigentlich in Brüssel, aber aus dramaturgischen Gründen wird es in diesem Film nach Florenz verlegt. Damit folgt diese Art von Malerei zudem dem von dem römischen Dichter Tibull formulierten Prinzip des Ars est celare artem. Das heißt, die Kunst besteht gerade darin, ihre eigene Kunsthaftigkeit vergessen zu machen, indem sie den Betrachter die an ihm vollzogene Manipulation auch gleich wieder vergessen macht. Er vergisst vorübergehend geradezu, dass er vor einem Gemälde steht.
Oder aber der Malerei wurde eben just diese Art der Manipulation zum Vorwurf gemacht. Das wurde ausgespielt gegen die Skulptur, die als Gattung ehrlicher ist, da man bei ihr nicht betrügen kann, indem man alles durch den Tastsinn überprüfen kann. Das heißt, sie haben ja auch die Gegenüberstellung taktil, anfassen, objektiv versus optisch subjektiv, weil das Taktile kann von jedem überprüft und nachgeprüft werden. Die Kunst, so könnte man Picassos Ausspruch vor diesem Hintergrund nun auch lesen, manipuliert unseren Sehsinn so, dass er eine künstliche, unwahre, wenn man so will, erlogene Wirklichkeit wahrnimmt, innerhalb derer uns eigentlich abwesende Dinge überzeugend vor Augen gestellt werden können, über die wir eine jeweils als solche dann aufgefasste Wahrheit erkennen können, zum Beispiel in den Bildern dargestellte religiöse oder politische Überzeugungen. Freilich verhält es sich bei dieser, hinter dieser Wahrnehmung der künstlichen Wirklichkeit stehenden Manipulation um eine von uns zugelassene Täuschung. Das heißt, bei dieser Art von Kunstrezeption kommt doch auch ein Moment von Freiheit zum Tragen. Denn da wir wissen, dass es sich bei dem von uns Wahrgenommenen um ein Kunstwerk handelt, sei dies zum Beispiel ein Gemälde oder aber auch eine in einem Buch erzählte Geschichte, haben wir die Wahl, uns auf die Täuschung ein- und die Manipulation unserer Rezeption zuzulassen oder aber sie auszuschlagen. Das Zulassen dieser Manipulation, wie es geschieht, wenn wir uns dazu entschließen, uns bewusst zum Beispiel auf ein Gemälde oder ein Buch einzulassen, hat der britische Dichter und Kunsttheoretiker Samuel Taylor Coleridge im Jahre 1817 mit dem Begriff der Willing Suspension of Disbelief, auf Deutsch etwas gestelzt und hölzern übersetzt als willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit, belegt. Vom Standpunkt der Poesie und Literatur ausschreibend, nimmt Coleridge die mögliche überirdische Natur der Protagonisten einer Handlung, zum Beispiel Götter, in den Blick und äußert die Überzeugung, dass der Leser dieser Geschichte seine eigentlich zu erwartende skeptische Ablehnung derselben aufgrund ihrer Fantastik und Unwahrscheinlichkeit so lange zurücksetzen würde, wie es dem Erzähler der Geschichte gelänge, dieselbe mit Human Interest and a Semblance of Truth zu durchtränken, also mit einem menschlichen Interesse und zumindest einer Annäherung an das, was wahrscheinlich ist. Und dann werden sogar solche Erzählungen ansprechend, sagt er, in denen zum Beispiel Götter vorkommen, obwohl wir wissen, dass es die nicht gibt, folgen wir dann eben doch der Geschichte. Diese von Coleridge auch als Poetic Faith bezeichnete Bereitschaft treffen wir nun aber nicht nur in der Literatur, sondern in allen Formen an, in denen wir im Rahmen einer bestimmten, für uns klar definierten Rezeptionssituation, bei der wir meistens das Publikum sind, mit unwahrscheinlichen, fantastischen Phänomenen konfrontiert werden, von denen wir zwar wissen, dass sie nicht real sind, die wir aber innerhalb der gegebenen Situation als sozusagen um der Situation willen vorübergehend als glaubhaft akzeptieren, also unsere Skepsis wider besseres Wissen aussetzen lassen. Das ist der Unterschied zum Stendhal-Syndrom, wie wir es gerade gesehen haben. Die junge Frau ist nicht mehr in der Lage, diese Distanz aufzubauen. Dies kann Formen wie zum Beispiel das Kino betreffen, wo wir auch wissen, dass das uns Gezeigte nicht einer tatsächlichen Wahrheit entspricht, umso mehr, wenn es sich um Filme fantastischen Gehalts handelt, oder aber auch Zauberkunststücke. Wir würden die Darstellung eines Magiers wahrscheinlich nicht genießen, wenn wir ernsthaft davon ausgehen würden, dass er jemanden in Stücke zersägt. Dennoch verfolgen wir seinem Kunststück fasziniert und akzeptieren ein Stück weit die Annahme, dass er über die Magie verfügt, jemanden in zwei Stücke zu zersägen. Oder aber schließlich auch die Kunst, wo wir uns in der Malerei ebenfalls auf die Illusion des geöffneten Fensters einlassen und uns mit dem Dargestellten auseinandersetzen, anstatt es als auf einer Fläche aufgetragene Farben und Formen abzulehnen. Ich verweise hier nur kurz auf das 1959 erstmals erschienene Buch von Ernst Gombrich, Kunst und Illusion, wo diese wie weitere Aspekte ausführlich erörtert werden. Und wir werden gleich noch einen weiteren, etwas entfernteren Ansatz dieser Art von Kunstpsychologie ansprechen. Freilich arbeiten Formen wie insbesondere das Kino seit einiger Zeit an einer zunehmend verstärkten Manipulation unserer Sinne, um die Illusion immer größer und das Maß an notwendig aufzubringendem Suspension of Disbelief entsprechend geringer zu machen. Das heißt, sie haben also Dinge wie Sensoround, wo also die Sitze beben, während sie im Kino sitzen, oder sie haben 3D-Kino oder in jüngerer Zeit jetzt also auch 3D-Handyfilme.
Just mit der Praxis der Kunstrezeption ist jedoch möglicherweise eine weitere Facette der Bedeutung des Picasso-Zitats angesprochen. Das heißt, die uns eine Wahrheit ermöglichende Lüge der Kunst kann noch weitere Formen annehmen. In den 70er Jahren wurde der Versuch unternommen, Ansätze wie die der Informations- und Kommunikationswissenschaft in der Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft fruchtbar zu machen, da man sich hiervon unter anderem eine Verwissenschaftlichung dieser Disziplinen versprach. Tatsächlich war man bestrebt, auf diese Weise für viele Themen ebenso zentrale wie basale Fragen zu klären, wie zum Beispiel, wie ein Kunstwerk eigentlich genau auf den Betrachter wirkt, das heißt, was am Kunstwerk wie auf den Betrachter wirkt und welche Art von Kommunikation sich dabei zwischen ihm und dem Betrachter etabliert. Hierbei wurde, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, auf den Zeichencharakter eines Kunstwerks abgehoben. Das heißt, das Kunstwerk wurde als ein Ensemble von Zeichen betrachtet, das als Sender dem Betrachter als Empfänger eine Botschaft vermittelt. Folglich kommuniziert das Kunstwerk in dieser Sicht mehr oder weniger aktiv mit dem Betrachter, der die von dem Werk ausgehenden Zeichen aufzunehmen, zu entschlüsseln und zu verstehen hat. Dieser Ansatz macht einmal die bereits betrachtete notwendige Suspension of Disbelief plausibel, denn er lässt verstehen, dass, wenn wir in ein Museum gehen oder uns generell Kunst anschauen, wir dies nicht unvorbereitet tun. Wir treten sozusagen schon in einem dem Kunstwerk adäquaten Rezeptionsmodus vor das Kunstwerk. Wir sind bereit, uns auf es einzulassen. Wir sind bereit für die von ihm gesendeten Zeichen, deren Lektüre sowie deren Wirkung. Das sehen Sie also hier in diesem sehr simplen Schema, das Kunstwerk mit seinem Zeichenvorrat, die kodierte Nachricht, die dann an den Empfänger, an den Besucher, an den Betrachter geht, vom Sender zum Empfänger. Und natürlich sind die Rahmenbedingungen nicht ganz unwichtig. Ich lasse mich ja vorher auf diese Rahmenbedingungen ein, wenn ich ins Museum gehe. So sehr dieser Ansatz der sogenannten semiotisch-sigmatischen Methode, wie das genannt wurde, nun aber für bestimmte Momente der Kunstrezeption und für bestimmte Aspekte und Schichten eines Kunstwerks sicherlich hilfreich und zutreffend ist, angefangen von der Rezeptionshaltung bis hin zu primär ikonografisch gehaltenen Werken, die Sie in der Tat lesen, entschlüsseln und verstehen müssen, weil Sie mit Symbolen arbeiten. Aber dennoch blendet diese Herangehensweise doch bestimmte, ebenfalls zentrale Anteile der Kunstrezeption aus. Denn sie geht davon aus, dass wir quasi neutral rein an Informationen interessiert und mithin emotional erst einmal nicht involviert vor das Werk treten und uns an ihm erst dann mit Gefühlen und Hinweisen versorgen lassen. Tatsächlich aber, fragen Sie sich selbst, treten wir auch hinsichtlich unserer Gefühle und Erwartungen keineswegs unvorbereitet, das heißt neutral vor Kunstwerke, sondern wir tun dies meistens bereits mit einem ganzen Paket an Vorannahmen, Hoffnungen und Forderungen. Dies geschieht, wie der Aspekt des Suspension of Disbelief schon gezeigt hat, innerhalb bestimmter, uns wohlbekannter Rahmenbedingungen, die vorab geregelt sind. In einem Museum werden uns bestimmte Objekte gezeigt, über die wir etwas wissen, beziehungsweise zu denen uns etwas mitgeteilt wird, das es uns erlaubt, innerhalb des so gestalteten und für uns überschaubaren Kontextes konkrete Vorannahmen und Erwartungen in Bezug auf das Ausgestellte zu entwickeln, mit denen im Kopf wir dann vor das entsprechende Kunstwerk treten und es innerhalb des Rahmens dieses Vorwissens rezipieren. Und mit dem französischen Literaturwissenschaftler Gérard Genette könnte man hier von sogenannten Paratexten sprechen. Genette hat das für Bücher aufgezeigt. Er hat gezeigt, wenn wir ein Buch lesen, haben wir vorher schon ganz viel Paratexte gelesen. Wir haben den Klappentext gelesen, wir haben eventuell in der Werbung etwas über dieses Buch gelesen. Und wenn wir das Buch dann erst lesen, lesen wir es praktisch schon mit einer ganz bestimmten Vorannahme, die durch diese Paratexte geprägt ist. Und diese Paratexte gibt es natürlich auch im Museum. Das geht mit der Museumswerbung los. Es geht mit dem Fachwissen los, das uns im Museum vermittelt wird, zum Beispiel auch über eine Führung oder alleine über die Beschriftungen unter den Bildern, die uns ebenfalls bereits Rahmeninformationen geben. Man könnte also von einer Art Vertrag oder Vereinbarung sprechen, welche die Regeln ordnen, die innerhalb des Systems Kunst zwischen den die Kunstwerken verwaltenden Institutionen, also dem Museum, dem Werk selbst und dem Rezipienten gelten sollen. Da wir diese Regeln kennen, können wir die innerhalb ihres Rahmens sich vollziehenden Prozesse überschauen und ein Stück weit auch steuern. Wir können sagen, ich lese die Beschriftung an den Bildern nicht oder ich will keine Führung, keine Audioguide haben. Das können Sie ein Stück weit alles selbst bestimmen.
Man darf die so gehegten und entwickelten mitgebrachten Vorannahmen dabei nicht unterschätzen, denn sie prägen im Wesentlichen die Art und den Charakter der sich sodann vollziehenden Rezeption. Wird ein Kunstwerk als absolutes Meisterwerk vorgestellt, noch bevor es gesehen worden ist vom Publikum, wird es eher unwahrscheinlich sein, dass die Besucher es dann voll Verachtung oder Desinteresse wahrnehmen, es sei denn, die Schere zwischen dem Verheißenen und dem tatsächlich Eingelösten klafft zu weit. Also ihnen wird ein Meisterwerk versprochen und dann hängt da eine Kinderzeichnung. Umgekehrt wird es eher die Ausnahme darstellen, dass ein als unwichtig und marginal ausgewiesenes Objekt lange Schlangen an begeisterten Publikumsmassen auf sich ziehen wird. Wir sehen also, dass diese Paratexte gewissermaßen durchaus auch als eine Form der Manipulation gesehen werden können, denn das so gerahmte Objekt wird sodann vom Publikum durch die Brille der entsprechend gehegten Erwartungen und Vorannahmen hindurch gesehen. Und nicht selten finden die Besucher so das in dem Objekt wieder, was darin zu finden sie erhofft und erwartet hatten, zum Beispiel eine Begegnung mit dem Künstler, der sich dem Publikum mittels der in seinem Werk von ihm hinterlassenen materiellen Spuren, also seiner Handschrift, wie auch mittels der geistigen Botschaften, dem Gehalt der Bilder, seinem schöpferischen Geist, der hinter diesem Gehalt steht, mitteilt. Das ist in dieser Zeichnung praktisch enthalten. Sie sehen, dieser Pfeil ist jetzt sehr viel größer, denn Sie selbst projizieren bereits schon auf das Werk ganz bestimmte Vorannahmen. Die sind wiederum geformt und manipuliert durch die Rahmenbedingungen, durch die Paratexte, durch das, was Sie vorher schon über das Kunstwerk gelesen und gehört haben. Das wird auf das Bild projiziert und das Bild antwortet nun sozusagen, spiegelt sozusagen das über seine Zeichen wieder an Sie zurück, was Sie von dem Bild oder dem Gemälde, dem Kunstwerk sich erhofft und erwartet hatten. Ich hatte davon gesprochen, dass all dies in einer Art von zuvor klar geregelter Vereinbarung beziehungsweise ein Stück weit sogar in einer Art von implizitem Vertrag geordnet ist. Just dies ist jedoch zugleich der große Schwachpunkt, an dem diese Art der Kunstwahrnehmung auch problematisch werden kann. Denn was passiert, so können wir uns fragen, wenn das Werk, vor dem wir stehen, diesen Vertrag aufkündigt, indem es uns anlügt? Natürlich kann ein Kunstwerk nicht im wörtlichen Sinne lügen, denn entscheidend ist bei ihm weniger, was es an sich darstellt, als vielmehr, als was es ausgegeben wird. Denn alle Werke sind zunächst einmal von jemandem oder etwas geschaffene Objekte, sind also an sich authentisch. Die Lüge, die Verstellung, die Täuschung, die Manipulation oder die Fälschung beginnen erst in dem Moment, in dem das Werk nicht mehr als das ausgegeben bzw. wahrgenommen wird, was es ursprünglich und eigentlich ist. Man kann hierbei grob zwei Formen einer solchen mit Objekten vollzogenen Täuschung unterscheiden. Einmal den Hoax, also den Schwindel, den Betrug, den Jux, den Streich, bei dem zunächst eine Täuschung errichtet wird, die allerdings von vornherein darauf angelegt ist, dass sie früher oder später entweder vom Urheber selbst oder aber von seinem Publikum enttarnt wird. Denn es geht bei dem Hoax meistens darum, anhand seiner etwas Bestimmtes zu demonstrieren. Und dazu möchte ich Ihnen zwei kurze Beispiele darlegen. In der Frühlings-Sommer-Ausgabe 1996 der Zeitschrift Social Text erschien ein Artikel von Alan Sokol, einem Physikprofessor an der New York University. Den Titel können Sie hier sehen, Transgressing the Boundaries Towards the Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Sokol wollte sehen, ob, ich zitiere, ein führendes Magazin für kulturelle Studien einen willkürlich mit Unsinn gepfefferten Artikel veröffentlicht würde, wenn dieser A gut klingen würde und B den ideologischen Voreingenommenheiten der Redakteure schmeicheln würde. Zitat Ende. Am Tag der Veröffentlichung selbst hat Sokol dann auch in der Zeitschrift Lingua Franca den Artikel selbst als Hoax enttarnt. Sein Vorwurf, wären die Redakteure gründlich, kritisch und kompetent gewesen, hätten sie vom ersten Paragraphen an merken müssen, dass der Text eigentlich eine Parodie war. Und das ist für Sokol ein Anzeichen eines bestürzenden Verfalls an intellektueller Strenge in den amerikanischen Geisteswissenschaften. Ich will Ihnen nur ein ganz kurzes Beispiel bringen. Sokol schreibt zum Beispiel, dass in der postaufklärerischen Hegemonie über die westliche intellektuelle Perspektive, das ist ein Zitat aus diesem Text, ein Dogma formuliert worden sei, das er in seinem Text angreifen wolle,
Denn, er sagt, dieses Dogma behauptet, es gäbe eine äußere Welt, die von Naturgesetzen beherrscht wird, die wir mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden bislang aber nur unvollständig verstehen können. Und Zokel behauptet nun in diesem Text, dass, Zitat, die physische Realität in letzter Instanz lediglich ein soziales und linguistisches Konstrukt sei, dass es also gar keine physische Realität gäbe. Zitat Zokel, den ganzen Artikel hindurch habe ich wissenschaftliche und mathematische Konzepte in einer Weise angewendet, dass wenige Wissenschaftler und Mathematiker sie ernst nehmen konnten. Zum Beispiel behauptete ich, dass das morphogenetische Feld, eine New Age-Idee von Rupert Sheldrake, eine entscheidende Theorie für Quantengravitation darstelle. Diese Verbindung ist jedoch pure Erfindung, nicht einmal Sheldrake selbst behauptet so etwas. Ferner behaupte ich, Lacans psychoanalytische Spekulationen seien kürzlich bei Forschungen zur Quantenfeldtheorie bestätigt worden. Selbst nichtwissenschaftliche Leser mögen sich hier wundern, was um Himmels Willen Quantenfeldtheorie mit Psychoanalyse zu tun habe. Mein Artikel erklärt das mit keinerlei Argumenten. Kurz und gut, ich schrieb einen Artikel, von dem jeder kompetente Physiker oder Mathematiker selbst im Grundstudium oder in der Oberstufe sofort bemerken würde, dass es ein Ulk ist. Offensichtlich fühlten sich die Redakteure von Social Text aber wohl dabei, einen Artikel zu Quantenphysik zu veröffentlichen, ohne jemanden zu konsultieren, der sich in dem Thema auskennt. Zitat Ende. Das zweite Beispiel geht in eine gleiche Richtung, das ist der Kinderbuchautor John Howard, der die britische Buchbranche foppte, indem er die Bedienungsanleitung seiner neuen Waschmaschine als Romanmanuskript bei 30 Literaturagenten und Verlagen einreichte. Und erstaunlicherweise bekam er durchaus freundliche Antworten. Man habe seinen Text sehr gerne gelesen, er passe nur nicht so recht in das Verlagsprogramm. Tatsächlich hatte Howard einfach nur Texte aus dem Originaltext der Gebrauchsanleitung zusammengestellt, wie, Zitat, nach einem Stromausfall startet die Maschine automatisch wieder an der Stelle im Programm, an der sie gestoppt hatte, und setzt dann den Waschfortgang fort. Howard hatte lediglich noch ein paar Kapitelüberschriften eingefügt. Howard wollte mit der Aktion belegen, dass in den meisten Verlagshäusern unverlangt eingesandte Manuskripte nicht mal mehr eines Blickes gewürdigt werden, und sein Waschmaschinenbuch hätte ja sonst sofort auffallen müssen und hätte alles andere als freundliche Reaktionen auslösen müssen, zumal er sein Werk auch noch provokant The Tin Drum genannt hatte, also nach der Blechtrommel des deutschen Literaturnobelpreisträgers Günter Grass. Man könnte natürlich auch sagen, diese Tin Drum ist die Waschmaschinentrommel, aber auch das hat offensichtlich niemand gemerkt. Howard war auf diese Idee gekommen, nachdem er ein Kinderbuch im Selbstverlag hatte herausbringen müssen, da sein Manuskript The Key to Chintag immer wieder abgelehnt worden war und Howard schließlich den Verdacht entwickelt hatte, dass es in den Verlagen nie wirklich gelesen worden war. In beiden Fällen ging es darum, Missstände im Publikations- und Verlagswesen aufzudecken und in beiden Fällen wurden die jeweiligen Zielpersonen dadurch manipuliert, dass man die geltenden Regeln unterlief. Es ist eigentlich nicht üblich, einer Redaktion oder einem Lektorat Unsinnstexte zu schicken. Das heißt, die Redakteure und Lektoren hätten eigentlich davon ausgehen dürfen, dass ihnen sinnvolle Texte zur Begutachtung zugeschickt wurden. Die aufklärerische Wirkung dieser Hoaxe konnte jedoch nur greifen, weil deren Urheber sich eben nicht an diese Regeln hielten. Das heißt, sie haben es erst gar nicht gelesen. Aber auch eben die Autoren, also Howard und Zokel, haben natürlich diese Regeln unterlaufen. Und so konnten sie zeigen, dass die entsprechenden Verantwortlichen nur vorgaben, die Texte gelesen zu haben, während dies tatsächlich nicht der Fall war. Sonst hätten sie den Hoax ja sofort enttarnen können. Mutatis mutandis gilt dies auch für Kunsthoaxe, wie zum Beispiel die Vatikan-Website, die 1998 von dem italo-amerikanischen Netzkünstlerpaar Franco und Eva Mattes gefälscht und noch heute unter der oben angegebenen Internetadresse eingesehen werden kann. Diese Website kopierte praktisch das originale Erscheinungsbild der damaligen Website. Der Vatikan hat heute eine anders aussehende Website, aber der Punkt war der, dass die beiden diese Website, die ansonsten täuschend echt wie die Original-Website aussah, mit bestimmten Inhalten gefüllt hatten, die Sie hier oben nachlesen können. Zum Beispiel haben Sie dort Gebete eingestellt, die angeblich im Vatikan gebetet werden, in denen Zitate aus berühmten Popsongs auftauchten. Der Vatikan machte sich hier plötzlich zum Anwalt der freien Liebe und zu leichtem Drogenkonsum. Und es wurde angeboten, dass man also beichten und eine Absolution per E-Mail erhalten kann. Und das Erstaunliche ist, diese Website war ein Jahr lang online, ohne dass es jemand gemerkt hat. Waren es bei Hoaxen wie diesen eher die Arten und Weisen sowie die Kontexte, auf welche bzw. in denen gefälschte Objekte zum Zweck der Manipulation platziert wurden, also eben eine Redaktion oder eine Internetpräsenz,
So ist es bei der davon zu unterscheidenden Fälschung nicht selten das Objekt selbst, das alleine schon durch sein suggestives Erscheinungsbild die Rezeption manipulieren kann. Ein eigentlich neues Gemälde kann zum Beispiel dadurch täuschen, dass es auf ein auf hohes Alter verweisendes Erscheinungsbild an den Tag legt. Ich zeige Ihnen hier eine Fälschung des Vermeer-Fälschers Hahn van Meeckeren, der 1937 diese Fälschung, die dann auch sehr erfolgreich war damals, gemalt hat. Und er hat natürlich dieses Bild künstlich gealtert, indem er also dadurch, dass er es zum Beispiel im Ofen gebacken hat, hat er ihm also Risse zugefügt, wie das eben alte Gemälde nun einmal haben. Und das ist ein Schwachpunkt, der jetzt gerade auch in einem Buch von Paul Taylor kritisiert wurde, The Aging of Art Condition, How Art Historians Can Be Fooled by Condition. Das ist nämlich tatsächlich, wenn Sie so wollen, eine Deformation professionell des Kunsthistorikers. Er sieht ein Bild, das hat auf seiner Maloberfläche diese schönen Risse und sofort denkt man, das muss alt sein. Und Taylor hat nicht zufällig dieses Cover als Illustration für sein Buch genommen, denn dieses Bild, dieses Detail von diesem Gemälde, was Sie hier sehen, das ist ein Gemälde von Ingres und ist aus dem Jahre 1842, ist also noch gar nicht so alt. Aber wenn Sie sich vorstellen, eine Muse, klassizistisch gemalt von Ingres, mit den entsprechenden Rissen und Krakelés, könnte man auf die Idee kommen, dass das auch ein älteres Bild ist. Und genau darauf zielt Taylor, dass er sagt, wir lassen uns als Kunsthistoriker zu stark manipulieren durch diese Art des reinen Fixierens auf das Erscheinungsbild. Kommen dann noch Verweise, wie zum Beispiel eine stilistische Ähnlichkeit des Bildes zu bekannten Werken eines alten Meisters hinzu. Hahn van Meeckeren spekulierte natürlich bei diesem Blau und Gelb, dass man sofort das Blau und Gelb assoziiert, wie es zum Beispiel in dem berühmten Gemälde des Mädchens mit dem Perlohrring zu sehen ist. Und es gibt zum Beispiel auch noch ein anderes Gemälde, wo er sogar das Gesicht dieser Frau zitiert, um sozusagen zu suggerieren, dass das also beides Males eben auch Vermeer ist. Kommt dann noch hinzu etwas wie eine falsche Signatur, also van Meeckeren hat seine Vermeer-Fälschungen auch mit einer falschen Signatur von Vermeer versehen. Und zwar kommt diese Signatur hinzu, das muss man jetzt präzisieren, ohne dass diese an anderer Stelle des Werkes in irgendeiner Weise korrigiert würde. Diesen Fall gibt es nämlich auch. Ich zeige Ihnen hier ein Werk von Georg Schweiger, einem Barockbildhauer des 17. Jahrhunderts. Und Sie sehen, was Schweiger hier macht. Er hat nämlich ein Relief geschaffen, das aussieht wie ein Relief von Dürer, denn er hat sich ganz eng an einem Holzschnitt von Dürer orientiert. Wenn Sie Details anschauen, wie zum Beispiel diese Truhe hier im Vordergrund oder aber auch die Komposition bis hin zu Details wie diesem Knoten in dem Bettvorhang. Und hinzu kommt schließlich auch noch, er hat das Ganze signiert, denn Sie haben hier unten eine Tafel liegen, auf der steht 1510 und Sie haben das typische Alfred-Dürer-Monogramm. Nicht umsonst wurde dieses Werk dann auch 1824 als Werk von Albrecht Dürer von dem Kunstkenner, Sammler und Gelehrten Richard Payne Knight an das British Museum vermacht. Und dort hat man zunächst gedacht, aha, ein Relief von Dürer, dann hat man gesagt, das ist eine Fälschung, weil wir wissen, dass Dürer keine Reliefs geschaffen hat. Also hat man dieses Objekt als Fälschung ins Depot verbracht. Und erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man sich die Mühe gemacht, einmal die Rückseite anzuschauen. Und dort hat man eine kleine Tafel gesehen, auf der steht Georg Schweiger, Billettmaler in Nürnberg anno 1642. Das heißt, Schweiger hat dieses Objekt auch selbst korrekt signiert, allerdings auf der Rückseite und macht damit deutlich, dass es keine Fälschung ist. Er wollte also niemanden damit täuschen, sondern er hat einfach darauf spekuliert, dass die Leute sich auch einmal die Rückseite des Werkes anschauen. Das heißt also, kommt all das zusammen, also Alterserscheinungsbild, stilistische Anklänge, Signatur, die wirklich auch gefälscht sein möchte, dann weist das betreffende Objekt einen hohen Anteil an Manipulationspotenzial auf, denn es ist naheliegend, wenn das Objekt dann aufgrund all dieser Merkmale nicht als neues, sondern als altes Werk wahrgenommen wird, dass man dann also auch praktisch hier einer Fälschung aufsitzt und sich von ihr manipulieren lässt. Das heißt, hier haben wir es also mit einer Arbeit im Stile von zu tun, hier wird also praktisch Dürer fortgeschrieben, ohne aber ihn fälschen zu wollen. Und in anderen Fällen geht es dann tatsächlich darum, dass hier manipuliert und getäuscht werden soll. Auch bei der Fälschung können schließlich zudem die Kontexte, von denen das Werk begleitet wird, manipulativ sein.
Es wurde bereits die über das einzelne Werk selbst hinausweisenden stilistischen Ähnlichkeiten zu den Werken eines bekannten alten Meisters angesprochen. Diese Manipulation kann aber auch tatsächlich praktisch undokumentiert erscheinen. Die kann durch Gesten oder durch Verhalten erscheinen. Ich bringe Ihnen hier ein Beispiel. Der Renaissance-Experte Frederick Hart bekam 1986 an seinem 62. Geburtstag zuerst einen Telefonanruf und dann den Besuch von jemandem, der ihm dieses Bild zeigte, der dann wortlos, ohne etwas dazu zu sagen, dieses Bild daneben legte und der Hart selbst auf die Idee kommen ließ, um was es sich hierbei handeln könnte, nämlich um das angebliche Modello, das Modell, mit dem Michelangelo den David vorstudiert hat. Ein Objekt, von dem wir wissen, dass es existiert hat, das aber seit dem 17. Jahrhundert verschollen ist. Und Sie können sich die Aufregung von Frederick Hart vorstellen, als er erkannte oder zu erkennen glaubte, was er da praktisch als Entdeckung gerade gezeigt bekommen hat. Hinzu kommen dann noch die angeblichen Begleitumstände der Entdeckung eines Werks, also Privatbesitz, Dachbodenfund, bis hin schließlich zur Erklärung der Diskretion der tatsächlichen Herkunft. Das war die Geschichte von Hahn van Meeren, der gesagt hat, das ist eine russische Familie, die nicht ihren Namen nennen darf, woher diese Vermeers kommen, weil sie sonst eben mit dem Leben bedroht wäre. Sowie schließlich dann sogar eine dezidiert verfälschte Herkunftsgeschichte. Ich zeige Ihnen hier zwei Herren. Einmal John Drew, einen falschen Physiker. Er hat immer behauptet, er sei Physiker, bis sich herausgestellt hat, er ist nicht mal promoviert, geschweige denn in Physik. Und Sie haben auf der anderen Seite den Maler John Myatt. Die beiden haben sich zusammengetan. Und zwar hat Myatt im Auftrag von Drew Fälschungen gemalt. Und Drew hat dann dafür gesorgt, dass diese Fälschungen eine Herkunftsgeschichte bekommen. Und zwar ist er dazu in wichtige Bibliotheken von Galerien und Museen gegangen, hat dort die Originalkataloge gestohlen und hat diese zu Hause nachgefälscht und hat dort nun Verweise auf die Bilder untergebracht, die John Myatt gemalt hat. Und er hat anschließend diesen gefälschten Katalog wieder in die Bibliothek zurückgestellt, hat dann dort angerufen, hat gesagt, können Sie mal nachschauen, ob dieses oder jenes Bild bei Ihnen irgendwo dokumentiert ist. Ich habe ein solches Bild zu Hause und hat bei dem Katalog nachgeschaut und hat gesagt, ja, das war 1950 schon einmal ausgestellt. Und damit hatte das Bild eine Geschichte, die es also gar nicht hatte. Das heißt, all das, was an einem geschaffenen Werk sonst echt, wahr und authentisch ist, es wurde von jemandem zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen, wird hier verfälscht und verlogen, da es in falsche Kontexte gerückt wird. So bedenklich, verstörend und schädlich solche Fälschungen für den Kunsthandel und auch die Kunstgeschichte sind, so führen uns gerade Fälschungen den vorhin thematisierten Prozess vor Augen, bei dem das Publikum entsprechend vorbereitet oder, wenn man so will, manipuliert durch die von Experten verfassten und erstellten Paratexte bestimmte Erwartungen auf die entsprechend präsentierten Werke projiziert und diese bestätigt und erfüllt bekam und bekommt. Denn Van Meerens Vermeerfälschungen wurden zunächst als bis dahin verlorene Meisterwerke Vermeers bejubelt, und zwar von allen, bis sie entlarvt wurden und plötzlich von Experten wie Publikum verachtet wurden. Ein bei Fälschungsskandalen häufig zu beobachtendes Phänomen. Da sich an den jeweils zuvor bejubelten und dann geschmähten Werken zwischenzeitlich aber nichts verändert hatte, kann der Grund für diesen jähen Stimmungswandel solchen Fälschungen gegenüber weniger in ihren tatsächlichen ästhetischen Eigenschaften begründet liegen, als vielmehr eben hat es mit den manipulativen Umständen zu tun, unter denen die Werke präsentiert und auch rezipiert wurden. Und das ist auch etwas, was Sie für die Fälschungen von Wolfgang Beltracchi sagen können. Das heißt, diese Fälschungen sind nicht so gut, wie sie zuweilen gerühmt werden, auch wenn praktisch Teile ihres vorübergehenden Reizes auch sicher darin liegen, dass Beltracchi uns hier den Stil von Campendonk in einem unserem zeitgemäßen Geschmack entgegenkommenden Stil präsentiert, nämlich etwas zu bunt, wie Sie sehen. Wenn Sie also den Vergleich ziehen zwischen einem originalen Campendonk und einem falschen, dann sehen Sie, dass Beltracchi sich zwar bis in Details hinein an diesem Original orientiert hat, wenn Sie nämlich mal zum Beispiel auf dieses Boot achten oder auf diese Pferde oder sogar auf dieses Haus, dann sehen Sie, er hat Motive aus den originalen Campendonks übernommen, neu gemischt, aber er bietet uns das Ganze nun in einem gefälligeren Stilmodus, weil das Ganze also eben bunter und damit auch ansprechender ist. Die Fälschung ist von daher so etwas wie der negative, der dunkle Spiegel der Kunst. Das heißt, auch wenn dies vom Fälscher, anders als bei den Hoaxes, nicht beabsichtigt ist,
so können auch Fälschungen uns Wahrheiten begreiflich machen, und zwar nicht nur hinsichtlich der Usancen auf dem Kunstmarkt, sondern zum Beispiel auch bezüglich unserer Kunstrezeption, die wesentlich weniger autonom, sprich unmanipuliert verläuft, als wir dies vielleicht zuweilen wahrhaben möchten. Und es sind eben diese Dinge, die auch Orson Welles interessierten, als er 1973 F for Fake drehte. Ursprünglich hatte er einen Dokumentarfilm über den Kunstfälscher Elmer de Horry drehen wollen, aber als er erfuhr, dass dessen Biograf, der Schriftsteller Clifford Irving, selbst als Protagonist in einen Fälschungsskandal verwickelt war, Clifford Irving hat nämlich eine gefälschte Autobiografie von Howard Hughes, dem Millionär und Filmproduzenten, geschrieben. Das heißt also, als Cliff Irving, der nun als Biograf von Elmer de Horry selbst als Fälscher entlarvt wurde, begann Welles grundsätzliche Fragen nach dem Verhältnis von Kunst und Wahrheit zu stellen, zumal Welles sich als Radio- und Filmkünstler selbst dahingehend hinterfragen musste, wie er bzw. die von ihm verwendeten Medien, Radio und Film es mit der Wahrheit halten. Nicht umsonst deshalb wendet Welles dann in F for Fake, wo er auch den Spruch Picassos zitiert, das Verfahren der Manipulation und der Lüge auch selbst an. Dies geht schon damit los, dass der Film mit einer die Titel, also Kameramann, Musik etc. zeigenden Sequenz öffnet, die selbst schon ein Meisterstück der Manipulation ist. Denn streng genommen sehen wir hier Dinge, die ursprünglich gar nichts miteinander zu tun hatten und zunächst am Schneidetisch von Welles, den wir deshalb auch immer wieder sehen, und dann im Kopf des Zuschauers erst zusammenfinden. Sie haben vielleicht hinsichtlich der Filmwissenschaft schon einmal von dem sogenannten Kuleshov-Effekt gehört, benannt nach einem 1918 von dem russischen Filmregisseur Lev Vladimirovich Kuleshov durchgeführten Montageexperiment. Er hatte die These aufgestellt, dass es nicht so wichtig sei, wie eine Filmeinstellung aufgenommen werde, sondern vielmehr, wie sie geschnitten und kombiniert würde. Und er kombinierte eine Aufnahme des ausdrucksarmen Gesichts des Schauspielers Ivan Mosjochrin mit den Bildern eines Tellers Suppe, einer verführerischen Frau und eines Sarges und zeigte die verschiedenen Sequenzen drei verschiedenen Publika. Die Zuschauer schrieben dem Bild Mosjochins in einem Fall Hunger, im zweiten Fall Begierde und im dritten Trauer zu. Das heißt, wir werden als Zuschauer gleich zu Beginn manipuliert, wenn Welles uns Dinge als zueinander in Beziehung gesetzt zeigt, die zum Teil ursprünglich an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten gefilmt worden waren, nämlich einmal fasziniert reinblickende und gestikulierende italienische Männer und zum anderen eine durch Rom spazierende junge Frau in einem kurzen Kleid.
die so kombiniert, aber durchaus Sinn zu ergeben scheinen. Eine junge Frau geht durch Rom und zieht die interessierten und lüsternen Blicke der Männer auf sich. Wells etabliert sogleich zu Beginn seines Films die Themen der Manipulation und des Lockvogels bzw. der Verführten, denn wir erfahren auch nicht umsonst am Schluss den Namen der jungen Frau Oya Koda, denn sie wird gegen Ende des Films noch einmal besondere Bedeutung bekommen. Auch im weiteren Verlauf greift Wells dann immer wieder auf dieses Mittel der Montage zurück. Das heißt, wir sehen durch Wells vorgenommene Kombinationen von eigentlich nicht zusammengehörigem Material, mit denen Zusammenhänge suggeriert bzw. manipuliert werden. Zum Beispiel, wenn er De Hory, den Fälscher, und Clifford Irving in eine Art von Dialog bringt, obwohl die beiden nie zusammen eben vor der Kamera gesessen haben. Allerdings, diese manipulativen Kombinationen werden im Interesse einer Wahrheitsvermittlung vorgenommen. Das heißt, Wells will uns gerade dazu auffordern, etablierten und selbstverständlich scheinenden Zusammenhängen zu misstrauen und demgegenüber versuchsweise einmal eher nicht zusammengehörige Dinge auf ebenso überraschende wie erhellende Weise miteinander zu assoziieren. Zu Beginn des Films gibt Wells uns das Versprechen, in den nächsten 60 Minuten nur die Wahrheit zu sagen. Und um dies einlösen zu können, muss er gelegentlich auch die Wahrheit hinter den Aussagen der interviewten Personen aufscheinen lassen, die uns durch ihre Lügen manipulieren wollen, indem er ihre Aussagen mit ursprünglich nicht dazugehörigen Bildern oder auch Aussagen kombiniert. Die so von Wells gezeigten manipulierten Zusammenhänge mögen in dieser Hinsicht unwahr sein, aus ihnen erhält jedoch eine zuvor vielleicht nicht erkennbare, über die einzelnen Zusammenhänge hinausreichende Wahrheit. Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit erkennen lässt. Dies trifft auch auf den Kontext zu, in dem das Zitat gegen Ende des Films dann explizit erscheint und mit dem Wells dem Zuschauer sein Verfahren noch einmal erkennbar vor Augen stellt. Nachdem Wells die Geschichte um den Fälscher De Hory, dessen Fälscherbiografen Irving und deren Tätigkeit als Fälscher und Betrüger aufgeklärt hat, erzählt er abschließend noch die Geschichte um die zum Auftakt des Films gezeigte Oya Koda und den von ihr verführten Picasso nach. Und damit schließt sich also dann auch der zu Beginn eröffnete Rahmen mit den Themen von Mann und Frau und von Lockvogel und Verführtem. Wie Wells in einer dem vorangegangenen Film nicht unähnlichen Kombination authentischen Dokumentarmaterials mit nachgedrehten Szenen darlegt, wurde Picasso Anfang der 70er Jahre von Koda dahingehend verführt, dass er sie zu seiner Geliebten und seinem Model machte und ihr zum Beschluss ihrer Liaison die innerhalb dieser Zeit entstandenen 22 Bilder schenkte. Voll Zorn musste Picasso jedoch eines Tages sehen, dass Koda entgegen einer eindeutigen Abmachung die Bilder zum Verkauf anbot. Als der Maler sie zur Rede stellte, wies sie ihn A. darauf hin, dass es sich bei den zum Verkauf angebotenen Bildern tatsächlich um Fälschungen handelte, und B. stellte sie ihm den Urheber, ihren eigenen Großvater, einen ungarischen Kunstfälscher vor, der eine ganze Bandbreite an Malstilen beherrschte. Den Satz »Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lässt« zitiert Wells dann im Rahmen eines Geständnisses, das ich Ihnen kurz vorspielen möchte. Ich entschuldige mich dafür, der Ton ist in diesem Fall nicht ganz synchron mit dem Bild, aber es ist genau das, was Wells sagt, also ich habe das nicht manipuliert. I did promise that for one hour I tell you only the truth. That hour, ladies and gentlemen, is over. For the past 17 minutes I've been lying my head off. Also die zuletzt von Picasso und Koda erzählte Geschichte erweist sich als vollkommen frei erfunden. Orson Welles sagt, erinnern Sie sich an mein Versprechen, für eine Stunde erzähle ich die Wahrheit, schauen Sie mal auf die Uhr, die Stunde ist schon lange um, in den letzten 17 Minuten habe ich gelogen, dass sich die Balken biegen. Das heißt also, die zuletzt von Picasso und Koda erzählte Geschichte erweist sich als vollkommen frei erfunden. Zudem bedient sie sich im Visuellen dem gleichen Verfahren wie die Sequenz in Rom mit den Männern. Wells hat einfach für sich unabhängige Fotos von Picasso und Koda per Montage miteinander kombiniert. Er zeigt uns damit, wie sehr die Manipulation vom einen ins andere umschlagen kann. Das heißt, vom Zweck der Wahrheit, der Teil, der von De Hory und Irving handelt, zum Zweck der Lüge, die Picasso-Episode und wieder zurück, denn Wells klärt die Lüge am Schluss ja auf. Der Künstler ist für ihn demzufolge eine Art von Kippfigur, das heißt jemand, der uns immer wieder wie ein uns manipulierender Scharlatan, wie ein uns hereinlegender Magier täuscht, damit wir erkennen können, und zwar unter anderem die Notwendigkeit der Wachsamkeit erkennen können, wobei Wells ausgerechnet Picasso zitiert, mit dem er ja soeben noch eine vollkommen erlogene Geschichte bestritten hat.
Kunst, so offenbar Wells Position, sollte uns nicht einlullen, sondern uns wach und kritisch machen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und kann das nicht besser machen, als indem ich Sie dazu einlade, wach und kritisch zu bleiben oder wach und kritisch zu werden, indem Sie sich zum Beispiel eine demnächst am 24. Mai an der UB Heidelberg eröffnende Ausstellung anschauen, in der es nicht nur um Fälschungen gehen wird, sondern in der Sie auch Hahn van Mecheren, Elmer de Hory oder auch Orson Welles wieder begegnen können, nämlich im Rahmen des Begleitprogramms zu der Ausstellung. Und da Werbung auch eine Form der Manipulation ist und ich hiermit also auch Werbung für diese Ausstellung gemacht habe, kann ich sagen, dass ich Sie abschließend auch ein wenig manipuliert habe, freilich wie Wells nur zum Zweck Ihres Erkenntnisgewinns. Vielen Dank.